Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. So, gefrühstückt. Jetzt ziehen wir uns um, schmeißen schon mal die Mopeds an, holen die Babys raus und dann, geht's gleich weiter. So, zweiter Tag. Jetzt sind wir schon ein paar mehr. Wir haben ein paar Mädels mit dabei. Das wird, denke ich, auch mal wieder eine richtig geile Nummer. So, jetzt sind wir schon mal ein paar mehr. Das Strike hier, auch von Babette, von Michaels Frau, brutal, ehrlich. Richtig geiles Teil. So, jetzt macht es nochmal mehr Spaß und wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal eine Runde und dann cruisen wir gleich die Rheinland-Shoppers abholen. Immer schön mit so einem Auspuff. Haha, cool. Geil. Ey, wie cool das ist, ne? Wie gesagt, wir fahren jetzt zu einem Clubhaus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, welcher MC das ist. Die haben da so einen Tag drauf mit Tür oder sowas. Open Clubhaus oder wie man das nennt. Da fahren wir jetzt hin. Wir werden mal ein bisschen was essen und trinken, wie es aussieht. Ja, und dann holen wir schon die Rheinland-Shoppers ab. Ja, und nachher sind wir, denke ich mal, so zwischen, ich würde mal überhaupt 40 und 60 Harleys oder so. Kann es aktuell nicht ganz einschätzen, aber das wird schon eine dicke Nummer. Sehr schön. Das ist cool. Eieiei.
Richtig schöne Halle hier, ey. Wahnsinn. Junge, ich krieg schon wieder richtig Bock jetzt. Oh Mann, ist das geil, ey. Das ist schon wieder der perfekte Start. Und heute Abend knall ich mir nochmal richtig an rein. Mit Bucha, Martin und den ganzen anderen Jungs. Das wird richtig stark. Sehr nett. Schon wieder richtig Gänsehaut hier. So, die Rheinland-Schupper dürften jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit weg sein. Gucken wir gleich mal, wo sie sind, die Ganoven. Die fahren da hinten links rum. Los, Mario! Ja, ich muss eben schnell Route einstellen hier. Mario! Mario! So, jetzt müssen wir die irgendwie finden hier. Jetzt suche ich die mal schnell, ich bin jetzt vorgefahren. Jetzt müssten wir sie eigentlich kriegen. So, da fahre ich jetzt her. Na ja, Lumpen? Alter, wir haben euch gesucht schon überall. Ich guck mal eben. Hallöchen! Hi! Hi! Ey! Alter Schwede, ich muss euch die ganze Zeit hinterherjagen, ey. Wo kommst du denn her? Ja, wir haben versucht, euch anzurufen. Ja, Michi, wir haben euch versucht anzurufen. Die stehen jetzt ein bisschen weiter weg. Ich versuche die ganze Zeit herzuballern. Jetzt hat es aber geklappt.